Hallo Leute und damit willkommen zu einem neuen Livestream zu unserem super krassen Overhack hier, The Legend of Zelda Gold Quest. Es geht wieder weiter und ich begrüße euch alle ganz herzlich erstmal. Der erste Stream, seitdem ich aus dem Urlaub wieder da bin und Kitsune hat auch gleich hier eine Mitgliedschaft verschenkt, rausgeballert für den Gogando. Der darf doch mal drehen. Und Start, genau. Habt da vollkommen recht. Erstmal, ich hoffe, man hört und sieht alles. Ich hoffe, das passt da soweit. Und wir hauen gleich mal ins Rad rein, in die Räder. Und, der Chat bestimmt die Strafe. Ist das gut am Anfang? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sind wir aktuell auf der Geisterjagd. Wir haben schon 5 Geister gefangen, dabei 4 abgegeben, einen haben wir noch in der Flasche und die liebe Lady Makoros hat auf jeden Fall die Geisterorte rausgesucht, falls es doch länger dauern sollte. Dann kann sie mir da ein bisschen Unterstützung bieten. Wir haben im letzten Part schon gemerkt, es ist auf jeden Fall irgendwie so versteckt, dass die Geister wahrscheinlich an Orten sind, die irgendwas hiermit zu tun haben. Mit bestimmten Gegenständen, die sonst nicht auf der Ebene sind wahrscheinlich. Deswegen, vielleicht müssen wir gegen irgendwelche Bäume rennen, die sonst nicht da sind. I don't know. Ja, ich habe noch nicht mal die erste Chatstrafe eingelöst, das stimmt. Aber das lag so ein bisschen am Urlaub und so und an der Planung. Deswegen war ein bisschen schwierig aktuell. Müssen wir demnächst auf jeden Fall mal nachholen. Auf jeden Fall, ihr dürft eures Amtes walten. Und dürft mal fleißig überlegen, was die Strafe ist. Danach machen wir eine Abstimmung. Und dann könnt ihr euch entscheiden, was wir für eine Strafe nehmen. Endlich geht's weiter. Jawohl. So, wir müssen auf jeden Fall gucken. Da ist ein Geist. Lol. Da haben wir doch direkt einen. Warum haben wir schon wieder nur 8 Pfeile? Was ist denn da los? Hi Sphero, hallihallo. So, warte. Wir laufen jetzt hier nochmal lang. Jetzt ist er nicht mehr da. Hä? Was genau hat das gerade getriggert? Verstehe ich nicht. Auf ein neues. Ich bin hier irgendwie so ganz komisch lang gelaufen. Aber jetzt kommt er nicht mehr. Hä? Eben kam ein Geist. Weil ich auf dem Weg lang gelaufen bin vielleicht? Dann bin ich scheintot. Was? Warum? Warte ich doch mal. Jawoll! Geilo! Es war der Wegbegleiter einfach. Es war der Weggeist. Ja, schön. Da haben wir doch schon einen. Das heißt, es fehlen noch 4. Oh, das war aber Zufall. Okay. Fängt ja gut an. Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem, es fehlen noch 4. Ich wette, beim letzten wird es halt schwierig werden. Wir können ja mal hier gucken, ob hier noch irgendwas ist. So, habt ihr euch denn schon eine Strafe überlegt? Ich sehe noch gar keine Strafen. Noch nicht einen Vorschlag sehe ich, glaube ich, oder? Wollt ihr keine Strafe bestimmen? Sowas wie, ich soll mir einen Scheitel rasieren oder sowas. Nein, bitte sowas nicht in den Chat schreiben. Da ist direkt der nächste. Oh, was? Warte mal. Benutzt du die Eisenstiefel? Ja, das wird ein langweiliger Stream, glaube ich. Warte mal. Ah, shit. Okay, aber das geht auf jeden Fall. 60 Minuten länger Stream. Oh Gott. Okay, da haben wir ja gleich den nächsten. Wenn das so weitergeht. Pass auf, wir gehen jetzt hier so hoch. Dann ein bisschen Konzentration und... Ah, shit. Vor allem, ich schieß gerade Epona an Scheitel. Das passiert eher. Ein Video, wie du das tolle Bananenbrot nachbäckst. Oh Gott. Oh Gott.
So, mal hier irgendwie war der. Oh, ich schieße mal ganz knapp vorbei. Oder allgemein ein Kochvideo aus Zelda. Ich habe halt das Equipment dazu nicht. Das wäre sehr unprofessional. Unprofessionell. Ja, Nachtschwärmer sammeln auf jeden Fall das Schlimmste. Ja. Jawohl, da haben wir. Das ist Nummer 7. Oh, Gott sei Dank nur noch 3 Stück. Oh. So. Ich würde sagen, ich tue erstmal umequippen. Nicht, dass ich auszusehen einen trink. Ja, Monster-Zutaten sind schwer zu bekommen. Hallo DJ. Hallihallo. Was geht? So, 3 Stück noch. 3 Nachtschwärmer noch. Und ein paar Pfeile sollten wir mal sammeln. Ich weiß gar nicht, wir sollten vielleicht mal einen Busch aufsuchen. Kannst du auf einen Blattflöten oder allgemeinen Zelda-Melodien? Ich habe hier ein ganz tolles Gerät, womit ich Zelda-Melodien spielen kann. Guck mal, dieser Stein da. Der schreit doch gerade dazu, dass man da durchreitet, oder? Aha. Das meine ich halt. Irgendwie so Dinge, die anders sind. Weil der Stein liegt, glaube ich, normalerweise nicht da. Oder gibt es Rubine in der Discord-Gruppe eine Funktion? Okay. Auch interessant. Jawohl. Oh, sehr schön. Noch 2. Hä, wie geil. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut läuft. Als ob ich es wüsste halt einfach irgendwie. Aber ich habe halt null nachgeguckt. So. Nur weiter so. So habe ich dir das Bogenschießen beigebracht. Genau. Damals in meiner Kindheit, als ich 2 war, habe ich mit meinem Bogen geschossen. War es bestimmt in deinem Urlaub ungeduldig endlich, ja, naja, ging so. Also, die Nachtschwärmer wollte ich jetzt nicht unbedingt machen. Weiterspielen, ja, habe ich auf jeden Fall voll Bock drauf. Vor allem im Schattentempel geht es ja weiter, ne? Dementsprechend, wir machen das ja sowieso nur, weil wir das Auge der Wahrheit bekommen im Endeffekt. Das hatten wir jetzt schon rausgefunden. Sehr schön, ein paar Pfeile. Und ich denke mal, ohne Auge der Wahrheit wird man da sonst nicht sehr weit kommen im Schattentempel. Hallo Chris, hallihallo. Was geht, wie geht's dir? So, 2 Nachtschwärmer noch. Ihr könnt ja mal, oder Lady Makoros, du kannst ja mal so ein bisschen wie Topfschlagen machen, wenn es wärmer wird. Heiß, 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 du verbrennst dich. Tot. Eigentlich kann nur Thales-Funktion mit Rubinen bereitstellen. Echt? Ohne mich zu früh zu freuen, scheint nicht zu ruckeln. Das ist doch gut, DJ. Frage ist, woran lag es das letzte Mal? Okay, hier passiert auch nichts. Okay, wo? Die Gegend ist sehr heiß. Okay. Die Gegend ist sehr heiß. Die Frage ist halt, hatte ich den auch nicht schon? Nee, das war doch nicht Thales, oder? Also hier passiert aktuell halt nicht so viel. Wow. Da hat Epona ja überhaupt keinen Bock. Ah, warte mal. Hier so, ne? Hallo, Zitatpuls. Da unten. Ach du Scheiße, willst du das machen? So seitlich vorbeirennen vielleicht? Aber so? Passiert da was? Ja, guck mal. Ja, geil. Oh, super.
nur noch einer. So, die Frage ist, wo ist der? Aber jetzt muss ich sowieso erstmal... Warte mal. Ah, ich bin doof. Oh shit, den muss ich nochmal holen, Leute. Ich bin voll. Ich muss erstmal abgeben. So, hallo, lieber Geisterjäger. Guck mal, ich hab da was für dich. Tingle Kingle Kula Limpa, glaube ich. Genau. Irgendwie so war das. 50 Rubine. Und 1000 Points. Ich sag dir, wenn der nicht wirklich das Auge der Wahrheit für mich hat, dann wäre ich böse auf den. Ba, 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 ba. Also da wäre ich auch für, weil ich wollte eigentlich sowieso Crossbow-Training die ganze Zeit schon mal zocken. Können wir auf jeden Fall auch machen, als Strafe, dass ich das als nächstes spiele. Du singst das Barbara-Lied. Also ich kenne es auf jeden Fall, ja. Aber ob das was wird. Das hätte ich gerne gesehen, wie du böse auf den Geistertyp wirst. Lass dich einfach überraschen, was du dafür bekommst, wenn du die Geisterjagd gemacht hast. Na toll. Das hängt sogar ein Bild vom Auge der Wahrheit hinter dem Geistertyp. Echt? Oh Gott, das habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. So, warte mal, wo ist er? So, ich hab's jetzt raus, ne? Die Geister. So, einer noch, Leute. Jetzt einer noch. Frage ist, wo ist er? Gucken wir mal rein. Die Hammerhöhle. Nee, da waren wir tatsächlich noch. Oder? Nee, da waren wir noch nicht drin. Hier gibt es auf jeden Fall eine Skulti. Nehmen wir mal mit, würde ich sagen. Hallo Marco, guten Abend, Herr Junge. Ich finde das Minecraft-Projekt ziemlich cool. Das freut mich. Mir macht's auch Fun. Morgen nehme ich wieder neu auf. Morgen. Oh, 101, cool. Morgen gibt es übrigens ein neues Angespielt-Projekt, ein richtig cooles. Ich bin gespannt, wie euch das gefällt. So, da haben wir eine Kuh. Und da ist noch eine Scooty. Und wenn euch das Projekt auf jeden Fall gut gefällt, dann können wir dazu auf jeden Fall noch mehr Folgen machen. Denn da ist noch ein bisschen was auf jeden Fall rauszuholen aus dem Projekt. Bin mal gespannt auf eure Reaktion. Das kommt morgen um 9 on. Und dann können wir mal gucken. So, bisschen Magie. Die Kuh. Die Frage ist, gibt mir die Kuh irgendwas? Was meint er? Ich finde, dein neues Projekt habe ich mir heute schon angeguckt. Zelda-Spiel. Also spielen tust, ist sehr schön. Super, das freut mich. So. Wir probieren es mal aus, aber ich denke mal, der gibt nur Milch. Lalala. What a nice song. Okay. Gib nur Milch. Nehmen wir mal mit. Okay, ein Geist fehlt noch, Leute. Hier ist auch ein Loch. War ich da schon drin? War ich hier schon drin? Nö. Sogar ein Herzteil. Sehr schön. Really nice. Und zwei Skulltis wieder. Hä, hey, geil. Er möchte wieder ein richtiger Zelda-Junge sein. Ja. Auf jeden Fall. So, weggestunt. So, bleib außen am Rand, nicht im Inneren der Map. Okay, versuche ich mal. So, das Herzteil holen wir uns auf jeden Fall mal schnell. Und dann sind wir mit der Höhle auch fertig. Zwei Skulltis, ein Herzteil, geile Höhle. Gefällt mir. Super. Bleib außen am Rand. Gut, wir rennen mal am Rand rum. Ah. Okay, wir haben ihn. Und der Alcazar möchte, dass wir drehen. Keine Verbrauchs-Items. Schnell! Oh, zum Glück kommt das jetzt.
Oh, Gott sei Dank, Leute, wir haben es geschafft. Ach Gott, es war ja Katastrophe, oder? Meine Güte. Okay, auf jeden Fall vielen lieben Dank an die Lady Makoros mit den Screenshots. Das hat uns, glaube ich, so ein bisschen das Leben gerettet. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich morgen noch da gesessen. So, ja. Gehen wir nochmal der Strafe nach. Also, wir haben als nächstes den Stream. Genau, links Crossbow Training als Stream machen. Habe ich jetzt als Strafe registriert. Dann ein Tingle Game würde ich dann als angespielt vielleicht machen. Brauchen wir jetzt keine. Was? Brauchen wir jetzt keine Strafe mehr ausdenken? Eins brauche ich noch, Leute. Aber ich habe halt auch überhaupt nicht auf den Chat die ganze Zeit geachtet. Das tut mir echt leid. Aber es ging echt, echt schwierig. Ne, Hyrule Warriors 100 LP Strafe. Das wird für euch selber langweilig. Stimmt, da hinten ist echt ein Bild vom Auge der Wahrheit. Wie geil. Du summst Zelda-Musik, das mache ich sowieso. Nö, die verbrauche ich ja nicht. Ich verschenke die. So, let's go! Da ist es! Auge der Wahrheit! Lens of Truth! Das könnte man machen. Pass auf. Fragerunde, Umfrage starten. Welche Strafe? Als nächster. Als nächstes Live-Projekt. So. ein Tingle-Projekt. Angespielt, mache ich. Oder einen Stream lang kein Schwert nutzen. So. Minus 3. Achso, links Crossbow Training. Live-Projekt. Umfrage starten. So, dann macht mal das Beste draus, Leute. Da steht sie, die Umfrage. Leute, jetzt geht's in Schattentempel. Wie geil ist das denn? Schattentempel. So, ich ziehe mich erstmal schön an, würde ich sagen. Schön in weiß. Und dann links, rechts, rechts, links, rechts, runter. Oh, mit Webcam. Ist leider nicht möglich mit Webcam, weil die ist halt im Keller und ich habe gerade nicht die nötige Ausrüstung, das aufzubauen, sag ich mal. Oh Gott, wie komme ich denn da hoch? Was zur Hölle? Ja, wie komme ich denn jetzt zum Schattentempel? Hm.
Ja, das kam jetzt unerwartet. Da kann ich mich nicht hochziehen. Habe ich hier schon eine Bohne? Konnte man da überhaupt eine Bohne einpflanzen? Ich habe keine Ahnung, was das war. Und ich weiß auch nicht, warum. Brauche ich das Auge der Wahrheit vielleicht? Um das zu sehen? Nee. Ja, geil. Wie komme ich denn jetzt in den Schattentempel? Weißt du, welchen Tipp ich dir gegeben habe, wie du im Feuertempel reingekommen bist? Weißt du es noch?